Seid gegrüßt, willkommen zurück zu Let's Play Icewind Dale 2. So, wir werden weiter mit Mutter Egenias Geist Wenn reden. Ihr wollt. Ja, sagt mir, warum ihr hier umherwandert. Mutter Egenia, so haben sie mich genannt, in längst vergangenen Tagen. Doch ich war nicht ihre Mutter, nein, das, ja, das kennen wir doch schon. Das ist euch zugestoßen, sie sprechen von Madame und Dingens. Erzähl mir eben noch mal kurz alles über die. Erzähl mir von Madae. Wenn sie so gefährlich waren, dann kommen wir hoffentlich wieder genau in dieses Menü hier. Was die Zukunft bereithält, möchte ich wie gesagt eigentlich nicht wissen, obwohl es mir schon klar ist, dass ich vermutlich ins Drachenauge ziehen darf. Da erstmal rein Tisch mache und dann vermutlich zur abgetrennten Hand komme und da mich dann nochmal durchschlachten darf. Naja, vielleicht wollen wir es ja doch mal erfahren. Letztes Mal habe ich da ja ein bisschen abgebrochen, weil die Zeit irgendwie schon 10 Minuten um war und ich eigentlich. Ach, ist ja auch egal. Ja, ich möchte sehen. Der Weg wird euch durch das Auge des Drachen führen. Durch Gefängnisse, wo Zeit und Feuer eingesperrt sind. Auf blutgetränkte Felder, wo Gefallene vom Leben träumen. In den Ruinen längst vergangener Schlachten. Doch euer Pfad endet dort nicht. Zur Hand der Dunkelheit wird er euch führen. Eine Faust des Chaos, die sich ballt. Und alles verdirbt, was sie berührt. In ihrem Griff hält sie ihre Kinder. Ihre Kinder, meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Ich habe Angst um ihr Leben, ihre Seelen. Verloren schon vor so langer Zeit. Und um euch habe ich Angst. Es wird die schwerste Prüfung, der ihr euch je stellen musstet. Doch ihr seid schon so weit gereist. Und eure Herzen sind stark. Tut, was ihr tun müsst. Ihr Hass blutet aus vergangenen Wunden. Die mir niemals geheilt sind. Wenn ihr meine Schützlinge wieder seht, bitte ich euch, habt Mitleid, lasst sie nicht leiden. Das Leben hat ihnen harte Lektionen zugemutet, Lektionen, die sie selbst dann weitergaben, aber trotzdem liebe ich sie. Ihr kennt jetzt eure Zukunft und den Weg, der noch vor euch liegt. Ich werde tun, um was ihr mich bittet, Mutter Egenia. Wenn sie nicht bereit sind, auf die Stimme der Vernunft zu hören, werde ich sie nicht leiden lassen. Ja, zumindest nicht lange. Ich will mich jetzt ausruhen, ich bin müde. Aber wenn ich meine Augen schließe, werde ich meine Kinder nie wiedersehen. Und nie wieder werde ich ihnen und nie wissen, was ihnen zugestoßen ist. Ich weiß nicht, was nach eurem Tod mit ihnen geschah, Mutter Egenia. Aber ich werde versuchen, es herauszufinden. Sagt es mir, ich muss es wissen, oder ich werde niemals Frieden finden. Ich werde versuchen, die Geschichte in Erfahrung zu bringen und dann zurückzukehren. Bevor ich allerdings gehe, möchte ich noch mehr wissen. Ja, was könnt ihr mir über Kuldahar erzählen? Ich erinnere mich an die Wärme des großen Baumes. Und an unser Haus in seinem Schatten und an das Kaminfeuer des Nachts. Nun Vergangenheit, alles fort. Der große Baum. Die Welt ist wie der große Baum. Leben wie Wurzeln, die sich von einem einzigen Samen aus verzweigen. Seine Zweige berühren alle Ebenen, alle Zeiten. Berühren alles. Ich glaube, das ist es, was uns der große Baum beibringen will. Ich hätte noch weitere Fragen an euch. Wenn ihr Isai und Madae aufgezogen habt, müsst ihr auch ihre Schwächen kennen. Ihr Leben gehört nicht mehr ihnen selbst. Es strömt aus einem schimmernden Spiegel, der bei Berührung Wellen wirft. Dieser Spiegel ist eine Welle, also dieser Spiegel mit seinen Wellen ist ihre Schwäche. Greift sie dort an und greift ihr Zwillingsherz an. Sonst führt euer Pfad ins Verderben.
Aha, ihr habt Isa jetzt mal als Schwachstelle erfahren. Ja, wir könnten es doch mit 5 versuchen und mit 6, aber ich denke, das wird sich erledigen, sobald wir Isaias und Madaes Geschichte erfahren und ihr beigebracht haben. Aber wir können ja mal gucken, was passiert, wenn wir das sagen. Warum wandelt ihr unter den Lebenden? Ihr gehört nicht mehr hierher. Ich will mich jetzt ausruhen, ich bin müde. Aber wenn ich meine Augen schließe, werde ich meine Kinder nie wiedersehen und nie wissen, was ihnen zugestoßen ist. Ja, dann müssen wir das herausfinden. Mutter Igenia, eure Zeit auf Faerûn ist zu Ende. Ihr müsst jetzt schlafen. Ja, da kommt das auch. Ich habe sonst nichts mehr zu sagen, Geist. Lebt wohl. Gut, dann gehen wir mal Aha. eben hier noch ins Haus rein. Ich meine, in den Wachturm. In dem früher übrigens ein Oger lebt. Habe ich das schon erwähnt? Ich meine, hier lebt ein Oger mit Kopfschmerzen. Irgendwie sowas in der Art. Und man musste ihn einem Trank vom Druiden bringen. Und dann ging es dem Oger wieder gut und alle waren glücklich. Irgendwie sowas. Aha. Beziehungsweise gab es ein bisschen Erfahrung. Seid mir erneut gegrüßt, Fedora. Ich hoffe, alles steht zum Besten. Wie kann ich euch helfen? Ich habe Vipherios und all seine Truppen besiegt. Der Pass in Hrothgarsthal soll jetzt frei sein. Er sollte jetzt frei sein. Das sind fürwahr glänzende Neuigkeiten. Eigentlich müsst ihr wegen eurer Bemühungen um unseren Jerm ebenso dankbar sein, glaube ich. Zumindest vielleicht. Vielleicht ändert er jetzt endlich seine Haltung euch gegenüber. Meine Erzählungen über eure Taten am Westpass scheinen jedenfalls keine Früchte getragen zu haben. Ich hätte sonst noch ein paar Fragen an euch. Wir sprachen mit Mutter Egenia. Sie fürchtet sich davor zu ruhen, bevor sie nicht weiß, was mit ihren Kindern hier in Kuldahar nach ihrem Tod geschah. Doch ich weiß nicht, was ich ihr erzählen soll. Sprecht mit Iselor, wenn ihr die Gelegenheit habt. Er kennt die Geschichte von Isair und Madae. Er weiß um die Verflechtung zwischen ihnen, Egenia und ihrer Mutter. Und vielleicht kennt er einen Weg, wie ihr ihre gequälte Seele zum ewigen Frieden verhelfen, wie er ihrer gequälten Seele zum ewigen Frieden verhelfen kann. Ja. Was für ein Problem hat eigentlich dieser Yamsi? Ja, das kennen wir ja schon. Ich brauche mal deine Magie. Und zwar das hier, denke ich. Das Ja. war der falsche Knopf. So, wir nehmen dich. Wir wollen Genesung und wir wollen die kaufen. Und das funktioniert dann. Das machen wir nochmal, weil dieser dumme Lebenskraftentzug ist genau wie früher. Dieser komische Pfeil mit dem Strich nach unten, den man bekommen hat, wenn man zu viel gegen Vampire gekämpft hat. Ich mag Vampire nicht. So, Jermsi. Jetzt lass mal hier endlich Wie was gewünscht. springen. Ihr seid zurück. Was wollt ihr? Ich habe Hipherios und all seine Truppen besiegt. Der Pfad in Hrothgarsthal sollte jetzt frei sein. Gegenstand gewonnen. Gegenstand gewonnen. Gegenstand gewonnen. Perfekt. Ich kann es nicht glauben. Nathaniel hat die Wahrheit über euch erzählt. Dieser Priester. Endlich tot. Hier nehmt das, einige Dinge, die wir aufgehoben hatten, für den Fall, dass wir den Turm verlassen müssen. Danke, euch brauchen wir sie jetzt nicht. Ihr habt sie euch verdient. Ich danke euch, wir werden versuchen, sie wohl zu nutzen. Doch zuerst hätten wir noch ein paar weitere Fragen. Dip, 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 dip. Ja, alles langweilig. Wir gucken, was wir bekommen haben. Nicht auf Tab. Umhang. Bauernumhang. Ist ja herrlich. Ablenkungsbonus Bonus 3. Wenn jemand haben, der noch kein Umhang hat, Auge des Jägers, plus 2 Bogen. Plus 2 Bogen, plus 3 Bogen. Angriffsbonus, warte mal, Schaden sind Angriffsbonus, Schaden und Angriff 2. Schaden 3, Angriff 3. Alles klar. Schaden 3, Angriff 4. Tja. Gut zum Verkaufen. Genau wie der Ring. Perlenhalskette. Okay, Haufen Müll, komischer Brief. Umhang. Wer braucht denn hier nochmal einen Umhang? Der Zwerg hat noch keinen Umhang. Hier, du kriegst einen Bauernumhang. Passt ja so zu dir. Eure Worte werden zur Nicht du Tat, alleine, nicht wie du ihr alleine. wünscht. Achso, gut, du nimmst alle mit. Bin schon So, unterwegs. wir brechen nach Kuldahar auf.
Ja. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob ich neugierig bin. Und was Iselor da so treibt. Es wird ja wohl alles von Yuan Tief voll sein, so wie man gehört hat. Die wohl an der großen Eiche da rumhacken oder was auch immer das war. An der Riesenulme. Am Yggdrasil, was weiß ich. Dem Weltenbaum. Au. Das war meine Wirbelsäule. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Yuan-Ti-Bogenschütze. Es scheint, dass das Warmblut uns enttäuscht hat, Schwester. Sehr enttäuschend, fürwahr. Vielleicht war es falsch von Chedra, den Pasch jemanden wie Ihnen zu überlassen. Vielleicht der erste von vielen Fehlern, Schwester. Wir müssen Cedra im Auge behalten. Sie traut dieser Legion zu sehr für wahr. Ihr sprecht wahr, doch zuerst lasst uns diese Warmblüter genießen. Die Tötungen sind in letzter Zeit weniger geworden und meine Pfeile dürsten nach Blut. Sollen wir die anderen rufen, Schwester? Und uns dabei den Spaß verderben? Nein, schaut sie doch an. Das wird eine kleine Angelegenheit und es bleibt mehr für uns übrig. Ja. Wer bist du? Du bist so ein Bogenschütze. Warum bist du größer als die mit dem Schwert? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Mit dem größeren Bogen tragen kannst du ja auch nicht mehr Schaden machen oder was? Boah, für euch Kinder brauche ich auch kein Messer. Was soll denn das hier werden? Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Was bringt denn so ein komischer Yuan-Ti? Boah, immer diese Schreinsrufe. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden Ja? müssen. Ich möchte jetzt mal wissen, was deine Erfahrung bringt. Euer Leben hat keine Zukunft. Wie kann das ja nicht sein? So, Johann, die Bogenschütze, schwer verletzt, im Nahkampf besonders anfällig, weil Bogen. Obwohl er hat auf eine komische Axt Wenn gewechselt. ihr wollt, zum Kampf! Hey, hoffentlich haben die tolle Pfeile dabei. Das wäre ja mal was. Oder Bolzen. Bolzen wäre noch besser. Als Bogenschütze denke ich nicht, dass das so sein wird. Hör ich hier jemanden schmieden? Ich weiß nicht. Lieber nicht drüber nachdenken. Oh, Edelsteine. Wer weiß, was hier rumklappt. Ah, sie haben tolle Pfeile dabei. Ja, das lobe ich mir. So muss das sein. Wenn das mal immer so wäre, dann hätten wir niemals angeblich Munitionsprobleme gehabt, die wir gar nicht hätten. Ich hätte nur mal in den Sack mit unendlichen Pfeilen gucken müssen. Beziehungsweise mit Pfeilen, die immer wieder zurückkehren. Ja, gucken wir mal in die Hütte da rein. Immer schön rein in die gute Stube. Colin. Wer ist da? Seid ihr Freund oder Feind? Sprecht, verdammt. Oder ihr bekommt einen Hammer über den Schädel gezogen. Ich bin Kyra. Wir kommen aus den 10 Städten, um zu helfen. Die Schimmelregion, ja. Die Schimmellegion, die Chimärenlegion aufzuhalten. Ah, die 10 Städte, sagt ihr. Ich habe in den letzten Tagen mehr gleitende Geräusche gehört, als gut für mich ist. Und ich erschrecke mich vor allem. Wartet einen Moment. Seid ihr die käuflichen Schwerter aus Osthafen, von denen ich gehört habe? Nein, wir kommen aus Targos. Ei, gut, Targos, meinte ich. Heiße Colin. Ich führe die Schmiede hier. Nun, mein Sohn tut das aber. Ach, zur Hölle, der Junge ist los, um durch Kuldahar zu rennen. Und ich denke, die verdammten Schlangen haben ihn erwischt, wenn sie ihm etwas angetan haben. Er rennt durch Kuldahar? Was wollt ihr damit sagen? Ihr habt euch eine gute Zeit ausgesucht, um Kuldahars Schatten zu genießen. Ja, das habt ihr. Die Schlangen haben beschlossen, hier vom Drachenauge herabzuschlängeln und Kuldahar zu belagern. Die zerren an den Wurzeln des großen Baumes und versuchen, Isildur zu zwingen, den Herzstein zu verlassen.
bei Tymoras Augen. Wenigstens haben wir den Großteil der Stadt evakuiert, bevor die Schlangen zugeschlagen haben. Doch ich bezweifle, dass wir es noch hinausschaffen. Wir sind verdammt. Doch ich werde nicht gehen, bevor ich ein paar von den verdammten Schlangen unter die Erde gebracht habe. Zur Hölle, das werde ich nicht. Was war nochmal mit eurem Sohn? Ach, mein junger Chemisch ist zu Oryx Turm raufgegangen, um zu sehen, ob er irgendeine alte Magie ausgraben kann, die der alte närrische Magier hat rumliegen lassen, um die Stadt mit zu verteidigen. Aber es ist fast einen Tag und eine Nacht her, und wir haben nichts von ihm gehört. Ich glaube, die verdammten Schlangen haben ihn erwischt. Wenn sie ihn verletzt haben, zur Hölle, dann werde ich... Oryx? Oryx der Graue, der Weiße, der Schwarze oder so etwas. Das ist eine Anspielung auf... Ach, ist ja auch egal. War mal ein Magier, der sich im Turm im Nordwesten verkrochen hat. Hielt sich einen schmutzigen, schnüffelnden Goblin als Diener. Hab ihn nie getraut. Seinem Goblin auch nicht. Es gibt dem Goblin natürlich ein viel gollumhaftigeres Ansehen, obwohl, ist ja auch egal. Es passt vorne und hinten nicht richtig zusammen. Was ist mit ihm passiert? Ihm passiert? Nichts ist ihm passiert. Er ist nur verschwunden vor Jahren. Kein Wort zu jemandem. Hat seinen Turm einfach verfallen lassen. Wir haben Monate gebraucht, um zu bemerken, dass er weg war. Wir dachten, er könne zurückkommen. Also haben wir seinen Turm in Ruhe gelassen. Dann, als die Yanti zuschlugen, hat mein Sohn chemisch gedacht, es könnte etwas im Oryx Turm sein, das uns helfen könnte, die Yanti zu vertreiben. Und da habt ihr es. Ihr sagt, Oryx hätte das Dorf verlassen. Wisst ihr, wo er hinging? Zur Hölle, wenn ich das wüsste. Wer kann sagen, wohin der Weg des Magiers führt? Er hat sich nicht um uns gekümmert, als er unter der großen Eiche wohnte. Und ich bin froh, dass er weg ist. Wir suchen nach einem gewissen Gerbasch. Gerbasch. Habt ihr ihn gesehen? Gerbasch? Dieser zwergische Gastwirt bei Gorns Feuer? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. War er nicht am Wachturm im Pass? Ihr solltet es dort versuchen. Er hat den Wachturm verlassen und war in Richtung Kuldahar unterwegs. Wir wissen aber nicht, ob er dort sicher angekommen ist. Nun, ich habe ihn sicher nicht gesehen. Chemisch und ich haben vor ein oder zwei Tagen einiges an Aufregung aus dem Süden gehört. Vielleicht ist Gerbasch in irgendwelche Schwierigkeiten mit den Yanti verwickelt. Wenn dem so ist, würde ich der Spur der Leichen folgen. Ah ja. Könnt ihr uns sagen, wo wir Isolor finden? Er sollte am Herzstein sein. Geht einfach nach Südosten und sucht nach einem grünen Schimmern. Er ist ein Halbelf von weitem aus dem Süden. In der Nähe von Tiefental hat er, glaube ich, gesagt. Ein Wort zur Warnung, bevor er ihn aufsucht. Eine Warnung? Isolor mag gelegentlich streng sein, aber er ist auch durch Angriffe kürzlich ziemlich viel... bei dem Herzstein gewesen. Hilft ihm, die Stadt zu verteidigen. Die Sache ist... Hilft ihm, meint er wohl, ja. Ja. Wenn Isolor anfängt zu kämpfen und bei Gorns Feuer er kämpft, dann scheint der Stein ihn beinahe zu besitzen. Als würde er durch seine Augen sehen. Wenn er Yanti oder etwas anderes bekämpft, dann hofft nicht einmal darauf, dass er euch hören könnte. Er wird so blind und taub wie ich sein, bis der Herzstein und die große Eiche sicher sind. Okay, warum seid ihr zurückgeblieben? Colin, die meisten Dorfbewohner haben den Ort schon verlassen. Es mag eine Zeit gegeben haben, in der ich aus Kuldahar geflohen wäre, aber heute nicht mehr. Das ist nicht das erste Mal, dass die Schlangen die Stadt gequält haben, und ich habe verdammt nochmal genug. Ich werde nicht vor ihnen davonlaufen. Nie wieder. Das ist schon einmal geschehen? Ja, hat es. Diese schmierigen Schlangenmenschen haben Kuldahar vor Jahren angegriffen, meinen Sohn chemisch entführt und die Stadt terrorisiert.
haben mich beinahe verjagt, aber dann kamen die Streitkräfte aus Targos und sich gegen sie zu stellen. Das hat ihnen eine Lektion erteilt. Der mal über eine Streitkraft aus Tarfen. Eine Streitkraft aus Targos? Targos? Nun nein, ich meine aus Tarfen. Eine der 10 Städte, denke ich. Vielleicht Einsamwald. Brauchen die nicht auch Hilfe? Pah, mein Hirn ist weich geworden. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, in Einsamwald waren wir auch. Ich würde also nicht in diesem Spiel. Ich würde gern die Waren sehen, die ihr erwähnt hat. Ei, an diesen Waffen können wir einen Drachenhort verdienen, wenn wir sie nur im Süden verkaufen könnten. Wusstet ihr, dass sie eigentlich nichts anderes als simples Eisen waren? Nein, das stimmt. Dann vor nicht als weniger als einem 10-Tag erwachte Chemisch und ich von diesem seltsamen grünen Leuchten, das von ihnen ausging. Es war, als sei eine Fackel, so hell waren sie. Ein Leuchten? Ei, und dann begannen sie wie ein Herz zu schlagen. Wie der Herzstein selbst. Der Stein hat etwas mit ihnen gemacht. Hat sie mächtig und stark gemacht. Ich weiß nicht wie, aber sie werden eine Horde Schlangenmenschen in 2 schlagen. Hm. Wenn ich nur gut genug sehen könnte, um zu zielen. Und wenn ich meine frühere Stärke wieder hätte. Bevor wir uns eure Waffen ansehen, wollen wir euch erst nach einem gewissen Gerbosch, nein, zuerst fragen. Oh nein, ich will die Waffen sehen. Ah, Pfeile und Bolzen. Kaninchenschnitzler. herrlich. Kaninchenschnitzler, da kommt noch sowas. Die Antwort der eisernen Maria. Meine Armbrust ist toller. Spatz, eine Schleuder. Herrlich, herrlich. Katzenprankendolch. Hat nur 10.000. Ich meine 100.000. 2-Hände-Axt plus 2. 3. Ja, könnte man schon mal mitarbeiten. Der hat so schöne plus 3 und plus 4 Waffen. Ja, Streit haben wir plus 4. Könnte man auch mal mitarbeiten, wenn man das Geld hätte. Massive helle Ball des Hasses plus 4. Unheil plus 2 bis 6 Schadenspunkte gegen gute Kreaturen. Vampirisch, denn sie werden Treffpunkte entzogen. Herrlich. Hätte ich gern, kann nur keiner benutzen. Leise Töter. Besserungsbonus plus 2. Nö. Cernas Sichel. Großes Schwert soll das sein. Das glaube ich aber selber nicht. Also hier gibt es definitiv tolle Sachen. Ritterrüstung plus 1. Rüstungsbonus plus 9. Maximal geschicklich Bonus plus 1. Rüstungsarmschienen plus 4. Ja, können wir mal kaufen. Robe der magischen Macht. Robe des Abenteurers. Täuschungsumhang. Ja, hört sich gut an. Wir brauchen Geld. Kürtel der Stichwaffen. Ja, wir gucken jetzt hier mal so ein bisschen rum. 7-Meilen-Stiefel. Erhöht Bewegung. Ja, hätte ich auch gerne. Schutzring plus 2. Ach ja, die haben wir nur Ablenkungsbonus hier. Ring der Bewegungsfreiheit. Schöne Sache. Ammo-Belt, Söldnerbeutel. Was ist denn das? Na so, das ist ein nimmervoller Beutel. Die Hanorette des Kriegers. Gefühl Hoffnung auf Träger. Ja, herrlich. Können wir nicht gebrauchen. Was ist das denn hier? Metzler. Aha. Strahlendes Licht. Angriff ignoriert den Rüstungs- und Schildbonus des Ziels. Herrlich. Also trifft das Ding die ganze Zeit. Darum auch Metzler. Warum kann man das nicht benutzen? Man kann das nur ein Krieger benutzen. Nee. Warum kann der Mönch das benutzen? Ich springe von Silvana, der Gläubigen hergestellt, ein Krieger Paladin. Weil der Mönch vielleicht als Paladin zählt. Eigenschaften. Kann verwendet werden von Rechtschaffenen.
Ah ja, rechtschaffenen Mönchen. Alles klar. Gut, also können wir den nicht benutzen, weil es nichts bringt. Schön, dass wir das Angebot mal gesehen haben. Gut, dass wir uns nichts bin leisten schon unterwegs. Können. Das stürzt du doch wohl nicht ab. Ach so, ja. Aha. Gut, dann gehen wir mal hier oben zum Turm, wenn der hier noch steht. Ach so, Yuan-T. Eure Sonne des Lebens Stacheln. Versinkt gerade hinter dem Horizont. Ja, das wird so zugenageltes Häuschen. Stirb! Der Ruhm ist unser! Ruhm? Ach. Welcher Ruhm? Das sind nur Schlangenmenschen. Mal, was du kannst. Die anscheinend keine Erfahrung geben, was total schrecklich ist. Du bist nicht hier unten im Fenster. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Ich hoffe, die geben trotzdem Erfahrung, weil ich sonst Grund habe, grantig zu werden. Da habe ich keine Lust zu. Eure Sonne des Lebens versinkt gerade hinter dem Horizont. Bestimmt ist der Magier wieder aufgetaucht. Ja, sie ziehen eine lustige Axt, wenn sie in den Nahkampf kommen. Ist total langweilig. Stattdessen die einfach weiterhin ihren Bogen benutzen. Achso, hier sind diese abgehackten Wurzeln. Die riesigen Wurzeln sind erst kürzlich zerhackt worden. Was sollen das wenn da jetzt? Euch Spaß macht. Yuan T von hinten. Bestimmt sind die Fernkämpfer im Nahkampf auch stärker als die komischen kleinen Grünen, weil die Roten viel größer sind. Der Ruhm Komm ist her. Ich werde euch den Weg des Kriegers zeigen. Die können ja auch viel größere Waffen so benutzen. Außerdem tut deren komischen Axt bestimmt viel mehr Wert. Viel mehr weh, also dieser komische kleine Piekshaken von der Abscheulichkeit hier, die nicht genug Erfahrung rausrücken möchte. Wie ihr wünscht. So, auf in den Turm. Moment, ist der größer geworden? Der Turm scheint geschützt zu sein irgendwie und ist heruntergekommen. Chemisch. Wer seid ihr? Söldner der Legion? Wenn ja, dann würde ich mich an eurer Stelle schleunigst aus dem Staube machen. Ich verfüge über das Arsenal eines Magiers, das dem dieses Turms nichts nachsteht. Ich bin Fedora, wir kommen in Frieden. Oswald brachte uns hierher, damit wir euch helfen können, die Chimärenlegion aufzuhalten. Vergebt mir, es ist nur, weil ich hätte nie und nimmer erwartet, ein freundliches Gesicht durch diese Tore spazieren zu sehen. Ich bin Chemisch. Der Schmied von Kuldahar, oder besser gesagt, ich war es, bis die Yuan T angriffen. Wir sind auf euren Vater getroffen. Er macht sich Sorgen, ob ihr nicht vielleicht in die Gefangenschaft der Yuan T geraten seid. Ich habe es bis in diesen Turm geschafft, ohne dass sie mich entdeckt hätten. Aber es war haarscharf. Ich hoffe, hier etwas aus Oryx Zauberfundus zu finden. Nach dem Angriff der Yuan T können wir alles gebrauchen, wenn wir sie jemals wieder aus Kuldahar vertreiben wollen. Oryx? Das ist also sein Turm. Colin hatte ihn erwähnt. Oryx, er war ein Magier, der hier vor vielen Jahren einmal gelebt hat. Doch er ist schon vor langer Zeit gegangen und seitdem hat niemand mehr etwas von ihm gehört. Es dauerte Monate, bis wir bemerkten, dass er fort war, doch wir fanden heraus, dass es besser war, diesen Turm nicht zu stören, nur für den Fall, dass er zurückkehren würde. Also sahen wir zu, wie der Turm nach und nach in sich zusammenfiel. Unter normalen Umständen hätte ich es nie gewagt, diesen Ort zu trotzen. Aber ich hoffte, hier ein paar magische Gegenstände zu finden, mit denen wir Kuldahar verteidigen könnten. Und ich hatte recht. Ich fand jede Menge Schriftrollen in einer alten Kiste unter dem Bett. Der Inhalt dieser Kiste kann eine ganze Bibliothek füllen. Seitdem ich über diese Kiste gestolpert bin, suche ich hier überall nach weiteren Sachen. Aber Thymora war mir noch nicht hold. Solltet ihr meinem Vater nochmal über den Weg laufen, so richtet ihm aus, dass es mir gut geht. Aber ich habe hier noch zu tun. Ich will erst wissen, ob es hier noch andere Dinge gibt, bevor ich mich auf den Rückweg mache.
Wenn wir ihn sehen, werden wir es ihm sagen. Sagt mal, können wir diese Schriftrollen mal sehen, die ihr gefunden habt? Wie kaufen? Sehen heißt in die Hand gedrückt bekommen und dann damit weglaufen. Aaskriecher herbeirufen, bindender Ruf, Luftelementar. Ist das wenigstens nicht erstmal böse? Bäh, nee, ist er nicht. Langweilig. Ja, das ist das Problem. Aha. Hier ist noch was. Legenden aus dem Eismental. Ah, brauchen wir nicht. Hier war doch eben... Ach ja, kann ich mal unten das Menü haben. Die einzige Schrift auf dieser Seite ist offenes. Dieses offene Buch lautet Yeminit Porgales Kapuff irgendwas. Der Gang ist eingestürzt. Er könnte mal in ein Studierzimmer geführt haben. Ja, das kommt wohl ganz gut hin. Was hast du sonst noch zu erzählen? Sagt mal, sagen euch die Worte Yemnit Progales Kapax irgendetwas? Yemnit Progales Kapax? Nein, das ist irgendein Zauber oder sowas. Wenn ihr die Worte aussprecht, klingen sie wie ein Zauber. Seid ihr sicher, dass sie euch nichts sagen? Hey, das hat irgendwie funktioniert. Ich habe das komische Gefühl, dass etwas an der Westseite des Raumes auftauchen wird. Aha. Seltsame Erscheinung. Ist das zufällig so der Magier? Auric der Graue. Es ist schon etwas her, dass ihr mich gebunden habt. Habt ihr einen Befehl für mich, Idioten? Oder soll ich auf ewig hier stehen? Wer seid ihr? Ah, jetzt ist es klar. Ihr seid nicht Auric. Wer seid ihr? Der mich kommandieren will. Wer seid ihr? Ein Diener bin ich. Ich warte auf euren Befehl. Ich bin Bibliothekar, Waffenhändler und Bewahrer. Es ist nicht so ruhmreich, wie es scheint. Was behütet ihr? Allein wollte er sein, in der Hand, die abgetrennt war, doch einige suchten ihn weiterhin auf, wegen Gegenständen mit großer Macht, darum blieb ich hier und diene als Kaufmann. Auric hat euch hier gebunden, damit ihr magische Gegenstände verkaufen könnt? Ein guter Scherz. Ja, es ist eine unangenehme Lage, in der ihr euch befindet. Vielleicht könnte ich euch irgendwie befreien. Ehrlich, ihr lasst mich frei? Jahrzehnte schon träume ich von diesem Tag. Die Magie, mit der euch Auric hier gebunden hat, war sicher genau auf euch abgestimmt. Was muss getan werden, um euch zu befreien? Um frei zu sein, muss ich meine Pflicht übertragen. Dem Ersten, der diesem Turm betrat, nachdem Auric gegangen war. Nun... Da meint ihr wohl chemisch. Ja, das ist sein Name. Und sein Name war alles, was notwendig war. Ich bin frei. Die Gegenstände von Auric gehören nun ihm. Lebt wohl, Elementar. Haha, du bist an den Turm gebunden. Seid gegrüßt. Habt ihr sonst irgendetwas bei euch, was plötzlich in eurem Besitz aufgetaucht ist? Was meint ihr? Alles, was ich habe, ist... Hey, wo kommt denn der ganze Müll her? Die Wege der Ebenen sind unergründlich. Könnt ihr mir sagen, wo ich Isolor finden kann? Ja. Wer weiß, zeigt mir mal die Schriftrollen, die ihr gefunden habt. Achso, jetzt ist hier noch viel mehr. Oder was? Sieht irgendwie nicht mehr aus. Kannst du nicht mal ein anständiges Angebot aufbauen? Mann, Junge. Ich will nur die... Achso, man muss extra die Gegenstände auswählen. Mooswundauflage. Ist ja herrlich.
kann einmal täglich kritische Wunden heilen wirken. Ach so. Moose-Wundauflage. Ja, mir egal. Schattenschärfe. Auf dem Träger liegt Unauffindbarkeit. Auge des Sturms. Kann zweimal täglich Heiligtum wirken. Kalte Reflexion. Zauberresistenz erhöht. Reifendes Fokus. Bibles Mehrfachwerkzeug. Schlösser öffnen, suchen plus 1. Buch der Unschuldigen, Stärke plus 2. Ja, Filzwerk vielleicht. Für niemanden, weil niemand böse ist, oder wie? Kann verwendet werden von neutral böse. Ja, alles klar. Schneeleoparden-Talisman. Geschicklichkeit plus 2. Flammentänzer-Talisman. Rüstungsbonus plus 1, allgemeiner Bonus. Ja, das hört man gerne. Kann einmal täglich Feuerball wirken. Reiftes Fokus haben wir schon gesehen. Ja, man bräuchte nur viel, viel, viel Geld. Wie ihr wünscht. Warte mal, zeig mal her. Den nehmen wir mit. Den auch. Nein! Hier nehmen wir Wurfweiler. Kaufen. Du musst kaufen, kaufen, kaufen. Allgemeiner Rüstungsbonus. Muss um den Hals gelegt werden. Wir hatten was um den Hals. Die meisten nicht. Für den Mönch ist das, glaube ich, ganz gut. Achso, der hat schon Weisheit um den Hals hängen. Ja, nee, das ist für den doch nicht so gut. Für ihn vielleicht, er hat noch ein bisschen wenig. Für die Fernkämpfers Rüstungstasse ja nicht alles. Das war Geschick. Geschick ist ja genau das Richtige für sie. Also auch viel besser als so eine komische Ablenkungskette. Sagt mir der Zwerg zu etwas. Nee, der hat schon was. Sie hat aber auch schon. Moment, das ist ein Gürtel. Das ist eine Kette und... Ach, egal. Egal. Machen dann hier Schluss, denke ich. Also, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.